Wenn man die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU analysiert, stellt sich die Frage, was hat sich geändert? Gibt es neue Herausforderungen? Gibt es neue Risiken und Gefahren, auf die sich die EU einstellt? Betrachtet man die aktuellen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, so stechen vor allem drei Bereiche ins Auge. Das erste, ein enormer globaler sicherheitspolitischer Wettbewerb. Wir haben hier die Hauptakteure USA, China, Russland und auch Europa. Und nur ein Indikator für diese Entwicklung sind die Verteidigungsausgaben, die mit Ausnahme Europas in allen Bereichen steigen und Europa noch das Manko hat der Ineffizienz. Der zweite Bereich ist das Verhältnis zwischen Europa und den USA und auch Großbritannien. Diese transatlantische Achse ist nicht mehr so fest, wie sie bisher war, und wir wissen nicht, ob der Schutzschirm der USA über Europa nicht schon Löcher hat. Der dritte Bereich ist der Krisenbogen, der Europa umgibt, vom Nordosten bis in den Süden, also von der Ukraine, vom Baltikum über den Nahen Osten, über Libyen bis nach Mali, wo hier unglaublich viele Auswirkungen Richtung Europa sich ergeben und wo Europa entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. Was macht und plant die EU angesichts dieser Veränderungen und Herausforderungen? Im vorigen Video habe ich schon die vielen Einsätze und Missionen angesprochen, für die soll ein gemeinsames Kommando geschaffen werden. Insgesamt geht es aber um eine strategische Autonomie, wie das bezeichnet wird. Es geht darum, dass Europa unabhängig von anderen, aber gemeinsam mit ihnen agieren und handeln können soll. Ein gutes Beispiel ist der Satellit Galileo, der es ermöglicht, hier unabhängig von anderen Geodaten für Europa zu haben und sicherzustellen, also unabhängig zu sein. Ein zweiter Bereich ist der von Energie und Ressourcen, wo auch Europa für sich schauen muss, was ist der Bedarf und wo kann ich diesen Bedarf decken. Im Bereich des Militärischen geht es darum, hier eine gemeinsame Verteidigungsforschung und Entwicklung zu etablieren. Man will letztlich zu einer gemeinsamen Beschaffungspolitik kommen und die Krone wäre des Ganzen, hier eine gemeinsame europäische Militärplanung, eine Streitkräfteplanung und Ausrichtung zu haben, aber das ist noch ferne Zukunftsmusik. Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang ist die Existenz der NATO. Viele meinen, dass es hier eine Rivalität gäbe, die sehe ich in der Form nicht. Es geht eigentlich darum, hier europäische Kapazitäten zu entwickeln und es ist völlig nachgeordnet, ob das im Rahmen der NATO oder im Rahmen der EU erfolgt. Die EU sieht sich im sicherheitspolitischen Bereich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Man könnte sagen, europäische Herausforderungen, die europäische Lösungen erfordern. Mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt es den rechtlichen und politischen Rahmen, um hier geschlossen und gemeinsam zu agieren. Die größte Herausforderung besteht wohl darin, dass hier der Wille zur Zusammenarbeit innerhalb der EU gefestigt und ausgebaut wird und hier nationale Vorbehalte überwunden werden. Ich habe schon angesprochen, eine gemeinsame Beschaffung spart einfach viel Geld. GSVB könnte daher bedeuten, effektiver, effizienter und ein besseres Image und eine höhere Bedeutung für die EU im globalen Wettbewerb. Über die weitere Entwicklung der GSVB wird nicht der Brexit, also das Wegbrechen Großbritanniens, entscheiden, sondern der Wille zur Zusammenarbeit der 27 EU-Mitglieder. Damit zurück zur Ausgangsfrage, wann kommt nun eine EU-Armee? Das wird noch dauern, aber eine EU-Armee wäre der logische Endpunkt einer systematischen Entwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hier noch ein kleiner Zusatz. Die Nationalarmeen werden deswegen nicht verschwinden, denn jeder Staat hat spezifische Aufgaben, wie zum Beispiel Österreich mit der Katastrophenhilfe für seine Armee zu Hause. Ich gehe daher von einem Zwei-Säulen-Modell aus, einmal die nationale Komponente und einmal für internationale Einsätze.